Willkommen zurück zu Fallout 4. Ich bin euer Führer Bo. Und wir erkunden jetzt dieses Ödland. Wir haben unseren Charakter, den wir vorhin erstellt, den wir in der ersten Folge erstellt haben. Und ja, jetzt gucken wir mal, was uns hier so erwartet. Genau, rauszoomen, reinzoomen. Wir gehen mal wieder in die Ego-Perspektive. Jo, Kollege, ich kann es hier rumschieben, lol. Gut. Nehmen wir einfach mal alles mit. Ein paar Cola-Flaschen unbedingt mitnehmen. Schraubenschlüssel, können wir das hier betätigen? Tut sich aber nichts mehr. Heißt, wir können jetzt endlich mal in die Wall zurück, sehe ich das richtig? Was ist jetzt los? Doch, es geht doch, lol. Alles klar. Okay, gut. Stereo in the circle, okay. Nur den Effekt. Gut, weil, ja. Ist der nicht wieder Gegner? Schauen wir nicht. Gut, weil wir werden jetzt eh nicht mehr hier zurückkommen, denke ich mal. So, zack. Komm und. Hey, los geht's. So, und dann sind wir nochmal im Ausland. Nice. Im Ausland, ich meine im Ödland. Ups. Alles klar. Also, wir schauen uns mal hier bis hin. Hier war jetzt der Helikopter. Ist der Helikopter gelandet? Der scheint irgendwie überlebt zu haben oder ist über die Jahre verrottet. Und ich habe so ein bisschen Mikrolex, habe ich das Gefühl. Aber ich habe das liegt auch daran, dass ich das Spiel einfach jetzt mal auf komplett alles hochgeballert habe. Wirklich komplett hoch. Und ja. Ich glaube, ich werde die dann schon wieder ändern müssen. Der ist wirklich ein bisschen ruckelig. Habe ich das Gefühl. Und so viel schöner sieht es jetzt auch nicht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde es einfach mal zeigen, wie das Spiel wirklich in voller Pracht aussieht. Vor allem jetzt hier am Anfang. Aber ich denke mal, wo es geht. Es geht doch. Das können wir so lassen. Ja gut, die bestimmt sollte sehen halt sehr altbacken aus. Aber wie gesagt, das Spiel ist ja schon... Hier haben wir noch die Leute. Die damals gewartet haben von dem Zaun. Ist das jetzt sogar noch vielleicht sogar der Soldat, der uns eingelassen hat? Ich weiß nicht. Können wir eigentlich? Okay. Ich weiß nicht, wie man Leute greifen kann. Oh, ups, Entschuldigung, ich wollte nicht kaputt machen. So, jetzt haben wir hier. Ach, hier ist das Schild. Mit dem Fallout-Bäuschen da. Mit dem Pit-Boy. So, und hier haben wir schon wieder ein Ödland. Ziemlich verlassen, das steht da noch. Ne, ich wollte gerade sagen, ziemlich verlassen und dann steht da und gibt es da noch. Was haben wir denn hier? Okay. Nehmen wir einfach mal alles mit hier. Wir packen uns alles, was wir kriegen können. Auf jeden Fall so, wir gehen mal wieder zurück auf den Weg hier. Denn wir gehen jetzt nach Hause. Ein bisschen was hat sich ja hier verändert. Okay, nice. Kann ich die Waffe noch irgendwie wieder wegstecken? Wie gesagt, Radio lasse ich aus. Karte hier haben wir. Geh nach Hause. Okay. Aufgaben, ja. Werkstatt, Statistiken, okay. Waffen, zwei Stück und Schlagstück, zwei Stück haben wir. Hering, Hering. Wortanzug neu, ziehen wir mal den Wortanzug neu an. Ah, hops, ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste, wie sieht der aus? Er ist sauberer. Ist auf jeden Fall sauberer. Wir müssen ja wie ein neuer Mensch hier auftauchen. Sondern wir können auf jeden Fall sehr viel erkunden hier in dieser Welt. Jetzt werden wir auch Sanctuary. Kommt gleich noch hier Borderlands. So, okay. Dann gehen wir mal nach Hause. Also über Verkehr irgendwie. Ist ja irgendwie jemand uns überfahren könnte, brauchen wir nicht. Und guck mal, der ist. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Er arbeitet nach 200 Jahren noch immer. Du bist es wirklich. Das ist ein bisschen falsch synchronisiert. Du bist noch hier. Herzberg,
Du bist noch da. Also könnten andere auch noch am Leben sein. Natürlich bin ich noch da. Ein bisschen Strahlung kann dem Bruchstück von General Atomics International doch nichts anhaben. Aber Sie wirken mitgenommen. Ihr Mann sollte Sie in diesem Zustand lieber nicht sehen. Wo ist er überhaupt? Tja, und dann bist du tot. Sie haben ihn getötet. Sie haben ihn getötet. Sie haben ihn getötet. Ma'am, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge. Ich glaube, Sie brauchen eine Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimmung. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Charade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Sie haben ihn mir weggenommen, hast du schon gesehen? Gibt keinen Sinn, Sean wurde entführt. Sean wurde entführt. Aber ich finde ihn. Ich werde mein Baby zurückholen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Natürlich. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. 200 Jahre? 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Wer hat denn den Humor von dem gemacht? Manchmal halten die Leute Informationen oder Kronkorken... Kannst du suchen? Okay, einfach, Orange-Mittel. Wir machen das nochmal mit... Cotsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche. Als ob da nie jemand vorbeigekommen ist. Atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Und dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Hör auf, konzentrier dich, bleib bei mir. Bleib bei mir, Kumpel. Konzentration. Ich weiß leider gar nichts, Ma'am. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, sie und ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holopunk. Ich glaube, ihr Mann wollte es ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Danke. Danke, Cotsworth. Gern geschehen. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir ihren Mann und den kleinen Sean noch. Okay, geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen. Okay. Die Sache ist, das kann ich euch direkt hier schon mal zeigen. Wir haben hier nämlich eine Werkbank. Und damit können wir die Stadt bauen. Wir können echt unsere eigene Stadt bauen hier. So, können wir dann hier rumswitchen. Okay, hier können wir dann Holz bauen. Was haben denn hier Holz? Achso. Metall, Türen, Zäune. Was ist das? Strukturen, sonstiges. Stachelfahrt, okay. Stallhäuser. Okay. Teil fertig aus, okay. Kann ich das denn auswählen? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ach so, ich muss da nochmal drauf gehen. Dass man da nicht alles bauen kann. Gewölbt. Ein Glas? Was? Das sieht ja interessant aus. Das sieht aber stylisch aus. So.
So, hier kann man Sachen verwerten. Verwerten. Geht irgendwie nicht. Jetzt kann ich die Sachen nicht verwerten. Enter. Was ist denn? Gummi. Gummi, okay. Was brauche ich denn? Stahl und Holz. So. In dem Haus konnten wir eh nicht rein, deswegen. So. Und hier müssten aber immer noch Sachen weggeräumt werden, glaube ich. Genau die hier. So, zack. Zack. Zack, der ganze Schrott ist jetzt ja fast weg. So, jetzt der ganze Schrott weg. Jetzt gehen wir Metallhäuser und jetzt können wir nämlich hier unser Ding hinpflanzen. Mal mit dem Angel nach vorne. So. Ich kann den nicht komplett sehen. Machen wir mal so. Einfach mal so, zack. Und dann verlassen wir das Haus und hier haben wir unser erste eigene Baut. Nice. Das ist nämlich das Tolle bei, wie gesagt, bei Fallout, man kann echt viel bauen. Okay, so luxuriös sieht das jetzt hier doch nicht aus. Aber man hat doch für einiges an Platz, nice. So, können wir hier noch ein bisschen rumschauen. Schreibmaschine nehmen. Ja, hier können wir noch unsere Waffe verbessern. So, okay. Gehen wir zurück. Verlassen wir, ja, danke. Wir haben echt viel hier. Hier noch irgendwie was? Was haben wir denn da? So, ich suche mal, müssten wir mal einen Platz, wo ich den ganzen Kram, den ich habe, ablegen kann. Denn, oh Gott, wir haben ja nicht mal 50 von 240 Tonnen, voll nice. Also können auch viel tragen. Ja, ich möchte mich jetzt nicht hinsetzen, gut. So, wir können auch noch unseren Pitboy gucken, wenn wir sitzen. Nice. Da ich gehe gleich zu Comstock wieder. Nice. Da ist der Bug gefunden. Cool. So, haben wir noch hier was? Stuhl sitzen. Da ist nix. Okay, haben wir hier noch irgendwas vielleicht? Ne. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu dem Boy. Ich wollte euch eben nur das mit Haus zeigen. Okay, sieht doof aus, dass hier so rüber steht. Jetzt habe ich das Konto Boy nicht sehen, aber. Na egal. Wo ist er denn? Hier ist er. Hi. Hier ist die Familie auch nicht. Sie ist. Fernseher geht natürlich nicht. Hätte das jetzt gedacht. So, kann ich mit ihm gerade reden? Hey, Cordsworth. Hä? Hey. Ihr Mann. So, was ist mit dir? Ihr Mann, der kleine Sean. Sie sind nicht hier. Ja. Du bist schuld daran. Okay. Gehen wir mal wieder aus. Bevor jetzt die GEMA kommt und sagt, nee. Eine Tischlampe, Fernseher geht immer noch nicht, schade. Die waren schon reicher, wie es scheint. Die haben schon mehrere Pflanzen gehabt. Okay, Blähdüsen, Blähbienen, Blähfliegen. Ist klar. Eine Kürbisse, alles klar. Das sind jetzt Halloween-Zeiten. Wo die halt, was da alles passiert ist. Und deswegen hatten die eine Kürbislaterne noch liegen. Komisch, dass sie 200 Jahre überlebt hat, aber gut. So, wir gehen nochmal nach Hause. Unser Haus ist ja da. Und da. Oh. Achso, das ist das Skelett aus von Halloween, okay. Ich wollte gerade sagen, oh, da guckt uns einer schön aus dem Fenster an. Was sind denn hier überall tote Blähfliegen? Was ist das? Sehr merkwürdig. Und den Napf nehmen. Und das haben wir hier. Öffnen. Coca-Cola, okay, ein bisschen Fleisch, ein Toaster. Kaugummi. Okay, die Kerzen kann ich nicht nehmen. Dann mache ich mal wieder zu Kühlschrank. Was haben wir da? Nix Interessantes, okay. Also den Spiegel kann ich noch durchsuchen, genau.
Eine Schere, kann ich die nehmen? Die kann ich nicht nehmen. Okay, modische Brille. Ein Tresor. Oh, da darf man was knacken, nice. Ein Steigerschloss. Oh, Instant aufbekommen das. Und wir nehmen, können wir alles mitnehmen? Alles nehmen, zack. Ja, das ist das Coole, das System kenne ich schon von Dying Light. Und deswegen ist das zumindest schon mal ein System, womit ich besser klarkomme. Ich habe ja ein bisschen Angst, dass hier so viele Blähfliegen sind. Nicht, dass wir irgendwie von so ein paar Viechern jetzt überfallen werden oder so. So, das ist unser Haus. Unerkennbar an der Tür zu erkennen hier. So, nehmen wir alles mit, was wir nehmen können. Hier haben wir noch ausgezeichnet. Ein Heft. Nice. Zack. Das alte alte Plattenspieler, den wir hatten. Nehmen wir alles hier mit, was wir. Können wir nicht alles gebrauchen. Die alte Milchflasche. Was mit der Nuka-Cola passiert, das ist nämlich ein Globus. Wahrscheinlich war die Nuka-Cola so beliebt, bis die einfach alle geklaut wurde. Machen wir Haarklammer, eine Waschmaschine, alles klar. Da war jemand sehr schlampig, so hier können wir wahrscheinlich noch so ein X-Ray. Ich weiß ja noch nicht, was, ich weiß nicht, was ist, um das genutzt immer. Da haben wir noch das Buch, was ich vorhin erwähnt habe. Wähle am Trupp, was du verbessern willst. Wir verbessern mal Charisma. So. Können uns hinsetzen. Müssen nicht immer schlafen. Das Spielzeugauto ist auf dem Feuer auf den Regalstand, was hier war. Was ist jetzt nicht mehr da? Ich komme, Schatz. Ja, noch so eine Bauklötzchen im Spiel. Alles, was wir vorher gesehen hatten. Die Lampe nehmen wir noch mit. Haben wir noch irgendwie was? Kann ich mich stucken? Machen wir genau so, kann ich mich stucken. Ja, das haben wir ganz übersehen. Die Kaffeedose. Ist das die Kasse? Ach ja. Oh, das Dreirad. Das kann man leider nicht mehr verwenden. Ja gut, dann würde ich sagen, wir bauen uns eben schon ein Bettchen. Hab ich hier schon alles abgesucht, so. Ist das denn? Power-Rüstungsschützung, ja. Eine Power-Rüstung, die wir auch noch bald kriegen. So, wie kann ich schon mal sagen. Nachher wird sehr viel tun, okay, in meiner Werkstatt. Wir brauchen... Zack, wir brauchen Möbel. Möbel. Wir brauchen Betten. Wir können so eine Matratze machen, wir können so ein richtiges Bett machen und so ein richtiges Krankenhausbett hier. So. Stellen wir uns einfach hier rein. So. Passt. Und da wir können ja auch schließlich Leute zu sich siedeln lassen, können wir jetzt hier noch ein paar... So. Okay, warum schiebt das jetzt hier so drin? So. Das ist hier so eine Massenunterkunft einfach. Und so. Und wir hören auf mit dem Baum. Das kann man sich hier hinlegen und hier hinlegen und hier hinlegen. Können direkt schon mehrere Leute schlafen, aber das hier ist unser Bett. So, wohl brauchen wir. Was ich vielleicht dann machen sollte, ist mir einen Schrank oder so bauen. Genau, ein Schrank wäre gut. Wo ich meinen Scheiß ablegen kann. Möbel, Behälter, genau sowas. Das ist nicht alles, gibt hier. Stahl. Einfach mal hier die Kiste, die sieht ganz cool aus. Oder nur den. Sieht aus wie so ein Werkzeugschrank. Ne, die Kiste, die sieht cool besser aus. Die platzieren wir einfach direkt mal hier in der Luft. Okay. Zack. Schwebt die einfach. Nee. Stimmt, man kann mich auch noch Sachen einlagern. Wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, ich schieb das für später auf, kann ich sogar einlagern.
Möbel, sonstiges. Was will ich denn mit der schönen Badewanne? Stimmt, es gibt auch Wasseraufbereitung und sowas. Aber gut, wir gehen jetzt mal hier raus. Gehen dann hier ran und transferieren. Schauen mal. Eine Pistole können wir zurück tun. Patronen können wir zurück tun. So. Dann tun wir mal die Hälfte unserer Munition. Würde ich sagen, beiseite oder. Obwohl, nee, die lassen wir mal mit. Ups, Achterkugel brauchen wir nicht. Kleinbett brauchen wir nicht. Baby, die Sachen, das brauchen wir nicht. Bierflaschen können die trinken. Ich weiß nicht. Ein Brettspiel brauchen wir nicht. Eine blaue Tasche. Tischlampe brauchen wir nicht. Blutpackage können wir vielleicht gebrauchen. Drüsenfleisch zum Essen. Eine Brille brauche ich auch nicht. Brotkasten brauche ich nicht. Namenklemmwert brauche ich nicht. Das müssen wir lesen. Den Ehering können wir nicht gebrauchen. Blüten. Ich weiß nicht, was man machen kann. Tue ich auch mal weg. Fleisch und Bohnen. Gelbe Tischlampe. Globus. Sommerhaarklammer brauchen wir auf jeden Fall. Hey Schatz. Okay. Dann die Holzdinger, den Hundenapf. Meine Pistole, hm? Ach, dafür brauchen die 38er Muni, alles klar. Ups, da habe ich eine Pistole wieder mitgenommen, obwohl die lassen wir auch einfach mal mit dabei. Ist ja jetzt egal. Kaffeedose, Kaffeetassen. Nehmen wir alle weg. Kaugummi, Babyflasche, das. Ein Feuerlöscher. Modische Brille, alles klar. Nuka-Cola ist auch mal dabei. Nuka-Cola-Flasche. Ist aber irgendwie nur so ein Etikett. Achso, hier stehen auch Sachen Wertigkeit, wenn wir das essen können. Achso, nice. Kann ich mal gucken. Kann ich das Blähfliegenflasche essen? Das kann ich essen. Mit Package mal auch was. Bierflasche. Die macht nichts. Kann ich also wegtun. Ein Ordner noch unbedingt. Da noch mal was. Neues X-Ray. Strahlung wiederherstellen. Okay, das können wir gut gebrauchen. Wahrscheinlich, wenn wir verstrahlt sind. Das wahrscheinlich auch. Ein rotes Salz. Das ist ein cooles. Nehmen wir uns gleich mal an. Salzstreuer, Schikabürste, Schirm. Hammer. Okay, Schraubenschlüssel. Das tun wir erstmal hier rein. Den Pack nehmen wir auf jeden Fall mit. Toaster brauchen wir auch unbedingt. Und dann kommen wir ja an. Verbesserter Schraubenzieher, Wecker. Schlagstock. Tun wir hier und dann tun wir eben schnell wieder eine Pistole zurück. Zack. Was wollte ich noch machen? Eben. Irgendwas wollte ich da mitnehmen. Genau, die Brille wollte ich mitnehmen. Und so, dann will ich hier raus. Gehe ich hier hin. Dann gehe ich mal auf Kleidung. Rotes Halstuch, das ziehen wir noch an. Und die Brille, genau. So, und wie sehen wir jetzt aus? Alles klar, richtig professioneller Bandit sind wir jetzt. Nice. Und wie sieht es mit unserem. Ja, haben wir jetzt wieder ein bisschen Platz hier. Gut, und ihr seht auch schon, wir haben wieder sehr viel gequatscht und sehr viel gemacht. Ihr werdet sehen, ihr werdet sehr viele von solchen Folgen haben, weil wir einfach kaum was schaffen eigentlich. Man muss einfach viel erkunden und so weiter. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder, meine Freunde. Haut da rein. Ciao, ciao. Und damit willkommen auf der Endcut, meine Freunde. Ja, was war das für eine Folge? Wir kommen aus der Vault raus, gehen in unsere alte Stadt zurück und alles ist zerstört. Kotzwerf ist noch da, coolerweise. Ist auch noch funktionstisch und alles. Da können sie mit ihm noch quatschen. Das ist schon cool gewesen. Und vor allem das geile neue Feature halt in Fallout 4 ist halt das Städte bauen. Und das haben wir jetzt direkt schon mal ein bisschen erkundet. Und ich kann euch versprechen, ich werde da auf jeden Fall Miss in Century auf jeden Fall eine große Stadt bauen. Das habe ich auf jeden Fall vor. Mal schauen, was es schon so alles ergibt und was sich halt in den nächsten Folgen noch so alles ergibt. Weil wir müssen noch die Umgebung erkunden und so weiter. Und ich kann euch schon so ein bisschen was sagen, da finden wir bestimmt schon ein bisschen was Interessantes. Denn den Card nehme ich jetzt auch noch ein bisschen später auf als normal. Daher, ein bisschen beim Stein halten. Ich habe jetzt schon ein paar Folgen aufgenommen wieder mal, aber gut. Das werdet ihr alle in den nächsten Folgen sehen. Also ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao, ciao.